Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Chris packt aus, und zwar heute die neue C-Klasse von 1996, das Update zu der 94er Version von Slotted aus der Serie Classic DTM. Bei diesem Modell ist der Heckspoiler nicht montiert und unter der Verpackung findet ihr noch Ersatzteile und Zubehör, und zwar 3 mm Madenschrauben zum Einstellen der Vorderachse sowie das passende Werkzeug und auch ein Ersatz-Mercedes-Stern sind dabei. Und dann gibt es tatsächlich noch einen Ersatz-Heckspoiler, falls der andere im Rennen abhanden kommt. Jetzt widmen wir uns erstmal der Optik, dann geht es auf die Rennstrecke und anschließend zeige ich euch, wie so ein Minimal-Setup aussehen sollte, bevor ihr den Wagen auf die Bahn stellt. Wer diesen Kanal schon länger schaut, der weiß, dass ich ein Classic DTM-Fan bin. Liegt natürlich daran, dass ich das damals gerne im Fernsehen geschaut habe, aber auch daran, dass Slotted die Autos einfach sehr gut umgesetzt hat. Also zum einen sind hier die Proportionen einfach gut getroffen und zum anderen muss man beim Fahrspaß bei Renneinsätzen keine Kompromisse eingehen. Die Autos fahren einfach richtig schön. Was ich bei den Autos besonders gut finde, ist, dass die ganzen verschiedenen Evolutionsstufen, die die DTM ja geprägt haben in den Jahren 94 bis 96, alle in den verschiedenen Modellen abgebildet sind. Das sieht man besonders gut im Vergleich zur 94er C-Klasse auf der rechten Seite in der Promark-Lackierung. Die ganze Frontschürze sieht anders aus, wir haben andere Lufteinlässe und auch an der Seite andere Lufteinlässe. Dann die gravierendste Änderung wahrscheinlich auf dem hinteren Radkasten, nochmal ein separates Aerodynamik-Element. Und auch an der Heckansicht sieht man nochmal eine komplett neue Auspuffanlage. Da haben wir jetzt die klassischen Doppelrohre links und rechts statt die Doppelrohre auf der rechten Seite. Und jetzt geht's auf die Bahn und ich zeige euch vorher nochmal kurz die verschiedenen Modelle, die Slotted die letzten Jahre rausgebracht hat. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass die Fahrzeuge alle relativ bunt sind. Das heißt, wenn man hier mit einem Rennen fährt, hat man wirklich ein buntes Starterfeld, verschiedene Karosserien, verschiedene Farben. Und hier das neueste Mitglied der Familie, die Warsteiner C-Klasse, die wir jetzt bewegen. Wie ihr sehen könnt, macht der Wagen richtig Spaß. Er liegt richtig sauber im Slot. Und das mit minimalem Aufwand, wie ihr gleich sehen werdet. Und der Wagen ist tatsächlich so schnell, dass er bei mir im Reglement auch 2,5 Gramm Gewicht unters Dach braucht, damit er auf dem Niveau von einem Alfa Romeo unterwegs ist. Der Wagen wurde natürlich ohne Magnet und auf den Standard-Gummirädern. Das ist eine C1-Mischung von Slotted, die auf meiner Karabahn sehr guten Grip entwickelt. Und jetzt schauen wir ein bisschen unter die Haube und ich zeige euch, wie man so einen Wagen für den ersten Einsatz vorbereitet. Das erste, was auffällt hier, schleift ein bisschen das Kabel an der Vorderachse. Das muss hier also runter. Und es gibt hier auch zwei Löcher, die sind schon vorbereitet. Da werden wir uns also gleich drum kümmern. Dann sind hier schon die neuen Kabel mit Stecker verbaut. Die Fahrzeuge setzen einen Inliner-Antrieb mit einem Motor, der 21.000 Umdrehungen hat und 9er Ritzel und einem 28er Zahnrad ein. Hinten sind, wie bei Slotted üblich, Alufelgen verbaut. Vorder- und Hinterreifen sind identisch, könnt ihr also auch wechseln. Die Vorderräder kann man auch demontieren, einfach vorsichtig runterschrauben, die sind nur gesteckt und vorne sind Plastikfelgen verbaut. Als nächstes stellen wir die Höhe der Vorderachse ein, dazu ziehen wir die Achse erstmal raus. Unten hat Slotted die 5 mm Madenschrauben schon reingedreht, das heißt hier brauchen wir keine weiteren Eindrehen. Und wie man hier sehen kann, liegt die Achse nachher hier drauf und hier an dieser Stelle werden wir die beiliegenden 3 mm aus der Plastiktüte eindrehen, sodass die Achse nachher hier durch quasi nur auf Metall läuft, ja, und in der Höhe eingestellt werden kann. Ihr könnt entweder dafür das mitgelieferte einfache Werkzeug nutzen oder greift eben in den Werkzeugkoffer. Die Madenschraube dann vorsichtig reindrehen und als nächstes kümmern wir uns um die Verkabelung. Die Kabel sind vorne am Schleifer ebenfalls mit einer Madenschraube reingedreht, die müsst ihr rausschrauben. Jetzt die Kabel dann hier durch die Löcher durchfädeln, sodass die sauber an der Achse vorbeigeführt werden und dann hier auch um die Zapfen vorbei, sodass sie dann hier schön drin liegen. Wenn wir jetzt die Achse einschieben, dann sieht man, dass die Achse richtig auf diesen Madenschrauben läuft und über die verschiedenen Einstellungen oben und unten kann man dann eben die Höhe einstellen. Auf der Carrera-Schiene empfiehlt es sich, das so einzustellen, dass die Räder gerade noch mitdrehen. Dann die Madenschrauben so lang zudrehen, bis die Achse noch schön läuft, aber eben nicht mehr groß rumwackelt. Dann noch das seitliche Spiel einstellen, sodass die Räder hier frei drehen können. Und als nächstes kümmern wir uns um den Motorpott. Der hat hier eine Aufhängung über 4 Schrauben. Die werden wir jetzt lösen, damit das Fahrwerk arbeiten kann. Dazu einfach mit dem Kreuzschlitz hier die verschiedenen 4 Schrauben leicht rausdrehen. Das müsst ihr ausprobieren, wie viel. Das hängt ein bisschen vom Setup ab. Das hat schon großen Einfluss aufs Fahrverhalten, ob ihr da jetzt viel oder wenig rausdreht. Sollte sich aber auch in jedem Fall frei bewegen können. Jetzt bauen wir noch schnell den Magnet aus. Der ist einfach gesteckt, das heißt von hinten mit dem Schraubenzieher gegendrücken und dann kann man ihn einfach rausfädeln.
Und jetzt noch ein bisschen die Lageröl. Ich habe mir dazu hier dieses Scale Auto Öl 2 besorgt. Das könnt ihr auch für Kugler benutzen, das ist richtig gut. Und dann einfach nur ein, zwei Tropfen hinten auf die Achse, ins Lager rein, fertig. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die Karosserie. Die Karosserie, das ist jetzt auch relativ neu, die ist jetzt hier nur reingeklipst. Das heißt, ihr könnt die ganz einfach ausbauen. Und noch einen Blick auf Jan Magnussen werfen, der hier im Cockpit sitzt, mit dem schönen Helmdesign. Die Scheinwerfer und die Rückleuchten sind leider bei den Modellen nicht für eine Beleuchtung vorgesehen. Das heißt, ihr müsst das komplett auseinanderbauen, durchbohren und dann das Licht installieren. Geht, ist aber ein bisschen fummelig. Kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Punkt, Schleifer. Auf der linken Seite seht ihr den Schleifer im Originalzustand und rechts habe ich ihn schon vorbereitet für die Carrera-Schiene. Das heißt, ihr müsst ihn ein bisschen zusammendrücken, nach vorne drücken und auseinanderbiegen, so wie hier. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, die Karosserie. Ihr dreht sie erst fest und dann löst ihr alle Schrauben nochmal, ja, ich sage mal eine halbe bis eine Umdrehung, so dass sich die Karosserie frei auf dem Fahrwerk bewegen kann. Das sorgt eben dann für den notwendigen Spiel und mehr Grip und dann auch für schnelle Rundenzeiten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und einen Daumen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Chris packt aus. Bis dann, tschüss.